Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum RC Lab heute am 17.06. zum spannenden Thema Storytelling, ganz genau unter dem Titel How to Pimp Your Candidate Experience mit Storytelling. Wir freuen uns total, dass ihr hier seid. Wir freuen uns von Territory Embrace und wir freuen uns mit unserem heutigen Partner Talentree aus München. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben hier am Start aus München den Karl Hoffmann, der ist CEO. Und den Lennart Langes, er ist Sales Director bei Talentree. Und aus unserer eigenen Bude ist Marina Schäfer dabei. Sie ist bei uns Brand Strategist und verantwortet bei uns sozusagen die ganzen strategischen Herleitungen rund um Employer Branding, beschäftigt sich ganz viel mit Storytelling und auch mit den Ideen natürlich dahinter. Und das wird auch gleich der erste Vortrag sein, der erste Slot mit dem coolen Titel Wisch und Weg. Wie man vermeidet, durch einen Swipe aus dem Feed der Zielgruppen zu verschwinden. Das ist natürlich im Moment wirklich eine große Herausforderung und der Moment, der wird sich, glaube ich, sozusagen in die Zukunft dauerhaft erstmal erstrecken. Stichwort Digitalisierung, Stichwort demografischer Wandel, Stichwort Arbeitnehmermärkte, Riesenkonkurrenz um attraktive Zielgruppen, die sich in der Regel ihren Arbeitgeber aussuchen können. Und ja, wie stellt man da sicher, dass man die notwendige Aufmerksamkeitsspanne auch bekommt, dass man wirklich bei den Menschen landet, die einen interessieren als Arbeitgeber? Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, auch, ich sag mal, just in time, Echtzeitkommunikation, die Leute zu adressieren und dann auch zu halten, nicht sofort wieder zu verlieren. Das ist nur der Einstieg, also eher aus einer strategischeren Perspektive, naturgemäß von Marina. Und dann übernehmen in den zweiten Slot Karl und Lennart. Da geht es dann wirklich konkret um Storytelling mit Talent Relationship Management. Also auch der gleiche Gedanke dahinter, aber vielleicht noch strategischer in dem Kontext zu sehen. Wie baut man eigentlich nachhaltig eine Zielgruppenkommunikation auf? Vielleicht auch einen Pool auf an Menschen, die sich für das interessieren, was man als Arbeitgeber so kundtut und kommunizieren möchte. Und wie kommt man dann über unterschiedlichste Kanäle an die passenden Zielgruppen? Das wird so der zweite Teil sein. Wie immer beim RC Lab könnt ihr Fragen stellen. Wir haben das Chat-Modul, das Fragenmodul, nutzt das, schreibt da eure Fragen rein. Ich werde nach dem ersten Slot von Marina jetzt eine kleine Session geben, wo wir ein paar Fragen beantworten. Und nach dem zweiten Slot gibt es dann sowieso eine größere FAQ-Runde nochmal. Also nutzt das. Stellt alle Fragen, die ihr habt, schreibt die da rein. Wir werden nach bestem Wissen und Gewissen antworten. Und es ist ja auch so, dass ihr im Nachgang die Aufzeichnung bekommt und wir dann auch nochmal die Antworten euch zur Verfügung stellen. Und darüber hinaus wird es auch noch ein White Paper zu dem ganzen Themenfeld geben. Das wird dann in 2, 3 Wochen euch nochmal hinterhergeschickt. Also die absolute volle Packung und Vollbedienung rund um das Thema Storytelling heute. Ja, ich freue mich und will auch gar nicht groß lange weiterreden, weil ich selber total gespannt darauf bin, was uns Marina jetzt zu erzählen hat. Marina, the stage is yours. Ich Ja, klicke vielen mich jetzt Dank, mal Gero. raus, sodass nur noch Marina da ist. Danke dir. Ja, wie von Gero schon anmoderiert, der Markt verändert sich, natürlich auch die Anforderungen an Kommunikation und erfolgreiche Brands. Gerade die ganze digitale Vernetzung ermöglicht uns einen viel, viel schnelleren Zugang zu Informationen und man wird förmlich überflutet von dem Angebot. Alle wollen einem irgendwas verkaufen, sei es ein Job, ein Produkt oder den nächsten Rabattcode andrehen oder die nächstbeste Story zum Besten geben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man in diesem Dschungel von Werbung Anzeigen, Instagram-Postings, TikTok-Videos und LinkedIn-Beiträgen eigentlich überhaupt auffallen. Und wir sagen ganz klar, mit einer strategischen Grundlage, die uns hilft, Arbeitgeber in der Perspektive darzustellen, die für Talente und relevant und attraktiv sind. Und mit dieser Basis können wir eben auch wirklich zielgruppengerechten und attraktiven Content entwickeln, der Zielgruppen immer wieder aufs Neue begeistert und natürlich auch an einen bindet. Denn das ist natürlich auch gerade in Social Media wichtig. Wir wollen nicht, dass die Leute nach einem Durchschauen eines Postings wieder verschwinden, sondern wirklich auch nachhaltig mit uns bleiben und im besten Fall sich dann auch für einen Job bei uns entscheiden.
Und ja, der Content, den wir entwickeln wollen, sollte natürlich auch nicht zufällig sein, sondern auf Werten und Themen gründet, für die der Arbeitgeber stehen will. Und ja, wir nehmen euch heute mit auf den Weg und zeigen, was auf dem Weg zu einem erfolgreichen Storytelling eigentlich alles beachtet werden muss. Und ihr fragt euch natürlich erstmal, ja, warum denn eine Strategie? Das sagt doch irgendwie wahrscheinlich auch jede Agentur, aber um auf lange Sicht auch kurzfristig reagieren zu können und Echtzeit-Content zu produzieren, braucht es eine strategische Basis. Und diese Basis hilft uns, hier die richtige Perspektive einzunehmen, gezielt zu kommunizieren und Mehrwert zu schaffen. Und dafür braucht es natürlich erstmal eine eigene Positionierung, ein Territorium der Marke, wie wir es so schön nennen, denn jeder möchte natürlich auch mit seinem Content rausstechen. Aber eine Copycat möchte auch niemand sein. Und deswegen ist es auf jeden Fall ganz gut, im Blick zu behalten, was die anderen machen. Sich davon vielleicht auch für die eigene Kommunikation inspirieren zu lassen, ist an der Stelle natürlich auch noch besser. Und gerade auch außerhalb der HR-Kommunikation gibt es super Anknüpfungspunkte, wie man bei der Zielgruppe punkten kann. Schaut man vielleicht alleine so bei TikTok, wie viele Unternehmen vermeintliche Trends aufgreifen, die im Ursprung gar nichts mit Arbeitgeberkommunikation zu tun haben, geben diese Unternehmen aber mit ihrer Story, ja, diesem Trend irgendwie nochmal einen eigenen Kontext, bringen es wirklich in diese Arbeitgeberwelt und ja, punkten damit halt einfach sehr, sehr stark bei der Zielgruppe. Und ja, wenn es dann an die Themenfindung geht, haben es bekannterweise Unternehmen leichter, die schon eine Arbeitgebermarke definiert haben. Denn daraus lassen sich natürlich auch die Mehrwerte eines Unternehmens schon mal besser auf den Punkt bringen. Was könnte das sein? Da steht natürlich im Kern die Employer Value Proposition, also das zentrale Versprechen als Arbeitgeber, mit dem man sich am Markt differenzieren kann und was natürlich auch so das übergreifende Narrativ im besten Fall bildet, um ja Storytelling dann auch bei den Zielgruppen zu betreiben. Anreichern sollte man das Ganze auch noch mit verschiedenen weiteren Perspektiven, um auch noch mehr Sprungbretter für Themen, für Kommunikation zu haben. Auf der einen Seite empfiehlt es sich gerade, wenn man ein B2B-Unternehmen ist, vielleicht mal seine Kernkompetenz in einer Nutshell zu formulieren, um da auch den Kandidaten und Kandidatinnen ein einfaches Verständnis zu ermöglichen. Denn müssen wir unseren ja, potenziellen Bewerbern 20 Minuten lang erklären, was wir eigentlich tun, ja, sinkt dann ja natürlich auch mit der Zeit dann die Attraktivität. Und ja, aus diesem Kernkompetenz in einer Nutshell lassen sich natürlich auch wiederum spannende Stories ja, für Content Pieces ableiten. Die Arbeitgebermarkenpersönlichkeit spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Definition der Arbeitgebermarke, denn sie beschreibt die zukünftige Tonalität, auch den Charakter und auch die Haltung des Unternehmens als Arbeitgeber, die sich im Idealfall natürlich auch durch alle Content Pieces über alle Kanäle hindurchziehen soll. Sprich, sie beschreibt, wie wir unsere Geschichte in Zukunft erzählen wollen und auch welches Gefühl wir unseren Kandidaten und Kandidatinnen vermitteln wollen. Das ist auch eine sehr spannende Frage und hilft einfach da nochmal konkreter einzuordnen, wofür man dann am Ende des Tages stehen möchte. Als ein weiterer wesentlicher Punkt greifen wir auch nochmal Kulturmerkmale auf. Und das sind vielleicht nicht unbedingt runtergeschriebene Werte der Marke, sondern wenn ihr auch in den Prozess, in den Dialog mit euren ja, Mitarbeitern geht, vielleicht auch sowas wie ja, ungeschriebene Regeln der Zusammenarbeit, des Miteinanders, also wirklich auch so die erlebbare Unternehmenskultur, die natürlich auch im Storytelling und im Content sehr, sehr gut dargestellt werden kann. Angereichert kann die EVP natürlich auch durch Kernbotschaften werden, die nochmal die EVP vertieft, nochmal ja, verschiedene Schwerpunkte setzt, welche Versprechen das Unternehmen als Arbeitgeber geben möchte. Und daraus lassen sich natürlich im nächsten Schritt auch wieder sehr spannende Geschichten für die Zielgruppen ableiten. So, damit haben wir natürlich erstmal eine gute Grundlage, aber alles, was wir erzählen, ist natürlich wertlos, wenn die Zielgruppe nicht berücksichtigt ist. Denn unsere Zielgruppen konsumieren Inhalte, die davon abhängen, in welcher Lebenssituation sie sich gerade befinden, was sie gerade tun, was sie gerade lesen. Und wenn wir auf das nicht eingehen, sind wir eigentlich schon direkt aus dem Relevance Set verschwunden.
Und auch wenn wir mal ehrlich sind, über Gehalt, Work-Life-Balance und ein nettes Team zu sprechen, das kann auch irgendwie jeder. Und wir wollen uns natürlich ja gerne in der Arbeitgeberkommunikation abgrenzen. Und dafür empfiehlt es sich, einen Deep Dive in die Lebenswelt der Zielgruppe zu machen. Und dazu schauen wir jetzt uns einmal gemeinsam ein Beispiel an von der 22-jährigen Paula, die aktuell BWL studiert, sich vielleicht auch schon am Ende ihres BWL-Studiums befindet. Sie lernt durch Hochschulmessen und Uni-Vorträge regelmäßig Unternehmen kennen. Und da es so viele sind, ist sie überwältigt von den vielen Angeboten und Möglichkeiten. Also ist sehr, sehr orientierungslos, hat auch vielleicht einfach Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Glaubt oder hat auch vielleicht so das Gefühl, ja, was ist denn, wenn ich mich jetzt irgendwo dran binde und es kommt einfach noch was Besseres. Das heißt, einer Studierenden müssen wir auf jeden Fall von Beginn an sehr, sehr viel Orientierung geben und auch Zukunftsängste nehmen. Sie hat auch Angst, erstmal vielleicht als Berufseinsteigerin nur Hilfsaufgaben übertragen zu bekommen, denn ihr ist es wichtig, dass sie von ihrem Arbeitgeber von Beginn an gefördert und entwickelt wird. Sie ist sehr lernbereit, möchte dafür aber gleichzeitig auch nicht 70 Stunden die Woche arbeiten. Also diese Ängste muss man auch in der Kommunikation dann gleichzeitig nehmen. Generell möchte sie auch Einblicke bekommen, die ihr ein gutes Gefühl davon geben, was sie erwartet und auch, dass der Arbeitgeber sie versteht und vor allem auch keine leeren Versprechungen macht. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, diese Aspekte aufzugreifen, sie mit ja, glaubwürdigen, authentischen Geschichten, Berichten aus dem Unternehmen aufzugreifen und über die verschiedenen Kanäle zu vermitteln. Natürlich hat sie auch nochmal zentrale Anforderungen an ihren Arbeitgeber, die auch erfüllt werden müssen oder auf die eingegangen werden muss. Beispielsweise sucht sie auch Entwicklungsmöglichkeiten. Sie braucht auch gute Benefits oder möchte sich mit ihrem Gehalt auch ja ein schönes Leben leisten und auch die Welt bereisen, generell auch eine gute Work-Life-Balance haben. Aber da geht es natürlich auch darum, das nochmal inhaltlich stärker aufzuladen und ja im Storytelling aufzuführen. Um dann noch ein besseres Gefühl zu bekommen, auch was die Zielgruppe denkt und fühlt, was sie sieht, was sie hört und was sie sagt, empfiehlt es sich an der Stelle zum Beispiel auch nochmal sowas wie eine Empathy Map anzulegen, die ihr hier einmal im Überblick auf der Seite seht. Wenn es im Bereich Denken geht, kann man sich einfach mal sehr stark damit beschäftigen, was denkt denn eigentlich gerade die Zielgruppe und fühlt sie bezogen auf ihren Job und vielleicht auch verschiedene Arbeitgeber. Gibt es Zukunftsängste oder schaut die Person unbesorgt auch die Zukunft. Und hier haben wir natürlich auch gerade bei Studierenden eine gewisse Dualität. Also Leute, die sich vielleicht auch nicht so ganz sicher sind, ob sie ohne 10 Praktika und Auslandssemester überhaupt einen Job finden. Auf der anderen Seite vielleicht auch ein paar Kandidaten, die denken, die Welt hat auf mich gewartet, stellt mich doch jetzt bitte ein. Aber auch generell eine große Unsicherheit, die einfach bei der Zielgruppe vorherrscht, die in der Kommunikation bedient werden muss. Im Bereich Sehen seht ihr verschiedene Punkte, mit denen sich die Zielgruppe in ihrem Privatleben eigentlich sehr stark beschäftigt. Also was für Content wird ihnen in sozialen Medien angezeigt? Spezielle Medien, die sie nutzen, wie beispielsweise Instagram, TikTok, Jodel, die auch in der Kommunikation dann berücksichtigt werden können, aber auch so Influencer wie Celine Flores beispielsweise, die ja bei LinkedIn gerade sich sehr stark für das Thema Personal Branding engagiert, sind auch Dinge, die der Zielgruppe im Relevance Set angezeigt werden, Meme-Seiten wie BWL Justus und ähnliches. Und das sind auch wiederum Anknüpfungspunkte für Formate oder Themen, die wir in der Kommunikation aufgreifen können. Im Bereich Hören geht es auch wiederum ja um das Umfeld der Zielgruppe. Was hört sie über verschiedene Arbeitgeber und im Bereiche sagen und tun, kann man sich auch noch mal ein bisschen stärker damit auseinandersetzen, wie auch die Zielgruppe vielleicht ihre Freizeit verbringt, was so typische Zitate der Zielgruppe sind, was uns einfach noch mal hilft, ja die Zielgruppe besser zu verstehen und ja auch in ihrer Lebenswelt stattzufinden. Nun haben wir Themen aus der Marke, Themen, die wir als Unternehmen gerne in den Markt pushen wollen. Wir haben das Wissen, was gerade am Markt angesagt ist und womit sich auch die Zielgruppe beschäftigt. Wie finden wir denn nun die passenden Themenfelder und Storylines? Und da haben wir so einen kleinen Funnel aufgebaut mit Fragestellungen, die man sich in dem Prozess eigentlich ganz gut beschäftigen kann. Denn nicht alle Themen, die wir als Unternehmen für wichtig erachten, sind beispielsweise interessant für unsere Kandidaten.
Andersrum, also das kann zum Beispiel Unternehmenshistorie sein. Also es gibt Zielgruppen, für die das besonders auch wichtig ist. Es gibt andere Zielgruppen, für die das eigentlich so gar keine Rolle spielt. Auf der anderen Seite gibt es auch ein Thema wie Nachhaltigkeit, was beispielsweise für die Zielgruppen sehr relevant ist, gerade für die jüngeren Zielgruppen. Da stellt sich aber oftmals die Frage bei Unternehmen, ob sie das Thema auch wirklich authentisch besetzen können und einen Unterschied machen können. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn das Einzige, was man im Bereich Nachhaltigkeit macht, das Angebot von E-Bikes ist, dann braucht man natürlich das auch nicht als Thema für die Kommunikation aufgreifen. Und ja, diese Fragen helfen eigentlich so ganz gut als Gedankenstütze, da auch wirklich die passenden Content-Themen zu identifizieren, um nämlich am Ende des Tages auch wirklich Mehrwert für die Zielgruppe zu schaffen. Und dieser Mehrwert muss auch innerhalb der ersten Sekunden für die Zielgruppe erkennbar sein und deutlich machen, wie wir die Zielgruppe, in diesem Fall die Paula, unterstützen, unterhalten oder auch inspirieren können. Und dafür bietet es sich dann an, natürlich auch, und damit die Themen einem nicht so schnell angehen, bestimmte Themencluster auch auf Basis der Marke, auf Basis des Territoriums zu definieren und darauf aufbauend dann ja bestimmte Content-Pillars zu bilden, die einfach auch so das Rahmen für das Storytelling aufsetzen und relevante Themen, also die Schnittmenge der relevanten Themen für euch als Unternehmen und für die Zielgruppe repräsentieren. Und darunter kann man dann natürlich auch für jede Zielgruppe individuell dann Subthemen und Storylines zusammenfassen, als Beweisführung für die Arbeitgeber versprechen und auch natürlich mit Mehrwert der Zielgruppe und hat damit auch immer wieder Möglichkeiten, ja neue Themen aufzugreifen und ja mit verschiedenen Geschichten auch zu vertiefen. Genau, haben wir dann auch die Content-Themen definiert, geht es natürlich auch an die Formate. Und hier haben wir in den letzten Jahren sehr stark festgestellt, dass einer der wesentlichen Gründe, warum Arbeitgeber sich hier zum Teil so ein bisschen schwer tun, ist, dass sie sehr stark in erstmal einem Format denken. Also was möchte ich einfach für ein Format vermitteln, nicht von der Zielsetzung des Contents oder der Geschichte, die man damit vermitteln will. Ihr habt bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn ihr an einen Content-Lieferanten im Unternehmen herantretet und sagt, schick mir doch mal bitte eine Geschichte oder ein Zitat über deinen Arbeitsalltag, dass sich die Content-Lieferanten auch so ein bisschen schwer tun, dort ja was Passendes anzuliefern. Kennt man aber sein eigenes Ziel, was man mit dem Content-Piece erreichen möchte, also ob man die Zielgruppe entertainen möchte, ob man ihr was beibringen, also ein Educational-Content platzieren möchte, ob man sie inspirieren möchte oder vielleicht auch eher Überzeugungsarbeit leisten möchte, kann man auch viel, viel direkter Fragen stellen und natürlich auch viel direkter Formate definieren, die eben genau auch auf dieses Ziel einzahlen. Und damit kann man natürlich auch sehr gut serielle Formate bilden, die dann unterschiedliche Themen aufgreifen. Das können natürlich ja auch wiederum unterschiedliche Schwerpunkte sein und ja mit einem Content-Piece dann verknüpfen. Und das heißt, man bekommt eine sehr, sehr gute Varianz, hat zwar vielleicht einen Pool an bestimmten Formaten, die man regelmäßig bespielt, aber immer wieder zu unterschiedlichen Themen. Und so geht einem dann auch der Inhalt nicht aus. Denn was wir auch gelernt haben und was essentiell ist, ist, dass Kontinuität bei gutem Storytelling einfach sehr, sehr wichtig ist. Also überall, wo unsere Paula in Kontakt mit einem Arbeitgeber kommt, muss sie die Geschichten dieses Arbeitgebers erfahren, fühlen, sehen und hören können. Und da kommen wir natürlich auch ja zu der Candidate Experience, die ja auch unseren Vortragstitel ja so schön auch umrandet. Und zwar, wo fängt sie denn eigentlich überhaupt an und wo hört sie auf? Und ja, ihr seht hier einen Kreis, deswegen ist die Antwort auch an der Stelle niemals. Denn die Geschichte, Werte, Botschaften und Tonalität der Employer Brand dürfen auch nicht nach Eintritt ins Unternehmen aus der Kommunikation verschwinden. Denn wenn wir auch einmal erst Fans gewonnen haben in der Attraction- und Recruiting-Phase, müssen wir natürlich auch alles daran setzen, sie zu halten, sei es auch übers Onboarding, in Development-Gesprächen, in generell in der Retention-Phase, wo es allgemein um die interne Kommunikation geht, aber auch ja, wenn jemand vielleicht das Unternehmen verlässt, möchte man im Idealfall im Guten auseinandergehen oder auch vielleicht was für die Zukunft an der Stelle lernen.
Das geht natürlich auch nur, wenn man immer kontinuierlich mit in der Interaktion mit der Zielgruppe bleibt, die Botschaften am Leben hält, die Geschichte, dieses übergreifende Storytelling am Leben hält und sie an verschiedenen Kontaktpunkten dann natürlich auch glaubhaft spürbar macht. Die Touchpoints müssen dann natürlich nach Zielgruppe individuell gewählt werden, aber wenn wir eine Analyse gemacht haben, Personas entwickelt haben, kennen wir sie im besten Fall. Also, was nehmen wir mit? Kenne deine Stärken als Arbeitgeber, weiß, was für deine Zielgruppenthemen mit Mehrwert sind, erzähle deine Geschichte über verschiedene Themencluster und lade sie mit zielgruppenindividuellen Botschaften auf. Denke aus dem Inhalt heraus, den du vermitteln willst und wähle da auch das passende Format und trage deine Geschichte über alle Kontaktpunkte der Candidate Experience. Und wie wir es schaffen, Kandidaten über die verschiedenen Phasen mit dem richtigen Content zu versorgen, das hört ihr dann im nächsten Vortrag. Und von meiner Seite erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Jo, danke Marina für diesen Einstieg, der auch nochmal gut gezeigt hat, warum eigentlich Employer Branding nach wie vor so wichtig ist. Also eine strategische Grundlage zu haben für das, was man tut, für das, was man kommuniziert, für die Interaktion mit Zielgruppen, weil ansonsten natürlich passiert, dass man langweilige Fotos auf Instagram von Spaghetti-Tellern in der Betriebskantine sieht, die wirklich gar nichts eigentlich mit Storytelling zu tun haben. Ganz lieben Dank. Ich frage mal kurz in die Runde. Gibt es schon erste Fragen? Ines Konstantin schreibt netterweise: Danke, Marina. Also, das gebe ich direkt mal weiter. Gerne. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwen, der eine Frage hat, die an dieser Stelle schon gestellt werden soll. Wenn da jetzt nichts eingetragen wird, nutzt das. Wir gucken da in der Tat rein und beantworten das auch. Dann würde ich nämlich direkt an Karl und Lennart übergeben und die Fragenrunde zum Schluss einfach offen halten. Sollen wir das so machen? Hier taucht nämlich gerade nichts weiteres auf in dem Dialog, aber Leute, nutzt das. Geht mit uns in den Dialog. Da sind schon die Charts von Talentree. Wir gehen einfach mal direkt in Runde 2. The stage is yours. Cool. Ja, dann vielen Dank, Marina, für die gute Einleitung. Ich glaube, das passt auch super zu unserem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Eben wie man das Ganze jetzt auch eben umsetzt mit der passenden Software und den richtigen Prozessen. Und vielleicht da zum Einstieg nochmal Kleinigkeit, über die ich gestern gestolpert bin, die ich irgendwie ganz passend fand zu dem Thema, war hier dieser Post. Ja, da ging es ums Thema. Was ist eigentlich Recruitment Marketing, Employer Branding und was hat das Ganze mit der Unternehmenskultur zu tun? Und er hat das, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Recruitment Marketing is like asking someone on a date. Employer Branding is the reason they say yes. And the company culture is the reason they stay in the relationship. Ja, ich glaube, dieser Beziehungsaufbau mit Kandidaten, der funktioniert eben nur, wenn das Ganze auch ganzheitlich gedacht ist. Weil ich glaube, wenn der eine dann was ganz anderes erzählt, was dann auch hintenrum rauskommt, dann funktioniert das Ganze nicht mehr und ist zumindest nicht nachhaltig. Und unsere Story für heute, wir werden uns da quasi auch an diesem Rad entlang handeln. Marina hat ja gesagt, Storytelling hört eigentlich nie auf. Deswegen sehen wir auch das Ganze nicht wie ein Funnel, sondern auch tatsächlich wie ein Rad, was sich ständig dreht. Und wir gehen in der ersten Phase darauf ein, ja, wie macht man aus einem Zuhörer überhaupt einen Botschafter? Wie finde ich die passenden Zuhörer? Dann, wie kann ich aus einem Zuhörer dann auch einen Fan und einen Bewerber machen? Und wenn ich dann einen Bewerber habe und der ist mal im Unternehmen, wird er dann vielleicht auch selbst zum Erzähler und ja, verstärkt dann auch so gesehen noch mein Storytelling nach draußen. Und ich würde dafür noch im ersten Schritt einfach die Theorie auch noch mal vorstellen und das Konzept, was wir uns mit Talentree überlegt haben. Und Lennart wird dann im nächsten Schritt noch mal darauf eingehen, wie das Ganze dann eben bei uns auch konkret umgesetzt ist. So, also wenn wir jetzt an Storytelling denken und ich überlege mir jetzt schon die ganze Zeit, was für eine Message entwickle ich denn als Arbeitgeber, geht es natürlich im ersten Schritt erstmal darum, den richtigen Zuhörer zu generieren. Weil wenn ich tolle Inhalte habe, tolle Stories, aber niemand hört mir zu, dann ist das Ganze natürlich auch nicht wirksam für mich als Unternehmen. Deswegen, ich glaube, im ersten Schritt muss man sich darauf nochmal konzentrieren, wo finde ich überhaupt die passenden Zuhörer, wo ich eine Chance habe, auch mit meiner Story zu glänzen. Also Thema Active Sourcing, die verschiedenen sozialen Netzwerke, Traffic für meine Karriereseite generieren, Events, Mitarbeiter auch, die natürlich dann auch Stories nach außen tragen.
ist, glaube ich, so die erste Phase, auf die ich mich konzentrieren sollte als Unternehmen, um erstmal überhaupt den passenden Zuhörer zu finden. Und dann aber ganz entscheidend natürlich als nächste Phase, wie mache ich jetzt aus einem Zuhörer, den ich gewonnen habe oder den ich generiert habe, wie mache ich aus dem jetzt einen Fan und einen Bewerber? Und ich glaube, da haben wir in der Theorie jetzt schon ganz viel von Marina gelernt, wie ich jetzt auch die richtigen Content-Formate entwickle, die eben auch authentisch sind, damit sie nachhaltig sind. Bei uns, bei unseren Kunden ist das häufig immer so dann genau der entscheidende Punkt, wo sich, glaube ich, zu sehr auf die Prozesse konzentriert wird. Man schon die ganze Zeit überlegt, ne, brauchen jetzt den Prozess und den Prozess, damit das Ganze funktioniert. Aber aus unserer Erfahrung ist der Prozess eigentlich gar nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist einfach da, gute Formate zu kreieren und mit gutem Content eben zu glänzen in der Zielgruppe, die man gewinnen möchte. Und was wir auch dabei immer wieder hören, ist, ja gut, wir haben jetzt gar nicht die Ressourcen, überhaupt richtigen Content zu generieren kriegen das nicht so richtig hin. Und was man, glaube ich, da auch immer wieder sich vor Augen führen muss, ist, dass ja eigentlich das Unternehmen auch an sich schon wieder selbst eine Geschichte erzählt. Also was wir zum Beispiel bei unseren Kunden sehen, ich habe jetzt hier ein Beispiel mal mitgebracht von einem Kunden von uns, von Celonis. Die haben jetzt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, über 1 Milliarde. Diese Unternehmensnews sind häufig schon ausreichend, um einfach dann auch eine nette Story zu erzählen oder einen neuen Standort, den ich eröffne als Unternehmen oder einen großen Kunden, den ich gewinne. All diese News, die das Unternehmen ja auch produziert, lohnen sich dann natürlich auch wieder an die Zielgruppe heranzutragen durch E-Mail-Kampagnen. Wir zeigen gleich nochmal, wie man das dann auch richtig segmentieren kann mit dem richtigen Pooling-Konzept, weil natürlich habe ich da dann auch wieder die Komplexität, dass ich vielleicht im IT-Bereich eine ganz andere Story erzählen muss, wie vielleicht im Sales-Bereich. Aber auch das kann ich natürlich dann wieder leicht managen mit einem ganzheitlichen System. Und wenn ich dann im nächsten Schritt eben nach einem langen Zeitraum, ich glaube, das ist ganz wichtig, das immer wieder vor Augen zu führen, dass Recruiting nicht so funktioniert, ich schalte eine Stellenanzeige und ich habe jetzt ganz viele Bewerber und dann gewinne ich die, sondern mit guten Kandidaten brauche ich einen langfristigen Beziehungsaufbau, der über Monate, häufig auch Jahre sich erstreckt. Dann im nächsten Schritt ist natürlich auch genauso wichtig, weiterhin mit den Stories im Gedächtnis zu bleiben. Der Bewerbungsprozess zieht sich häufig über mehrere Monate hin. Das ist dann genauso wichtig, mit den Leuten wieder in Kontakt zu bleiben, ständig Updates zu geben über den Prozess. Im Vorstellungsgespräch dann natürlich auch nicht eine ganz andere Story zu erzählen, wie ich sie eigentlich vielleicht vorher durch mein Employer Branding vermittelt habe, weil natürlich dann auch das wieder zu einer negativen Candidate Experience führt. Und wenn das halt eben alles funktioniert, dass ich wirklich eine einheitliche, gute Story entwickle und das Ganze nachhaltig tue, dann habe ich natürlich irgendwann Mitarbeiter, die ich gewinne, die ich dann auch wieder natürlich bei mir in meinem CRM, wie wir das nennen, in meinem Talent Relationship Management System lasse und die dann selbst wieder zu Botschaften werden und dann so gesehen durch das aktive Teilen in den sozialen Netzwerken die eigene Message dann nochmal nach außen tragen und noch weiter verstärken. Und deswegen sieht man das jetzt, glaube ich, hier ganz schön, ja, das Gesamtkonzept, das wir uns eben mit Talent überlegt haben, ist halt wirklich genau dieser Kreislauf, wo ich in jeder Phase natürlich genau für mich die richtigen Messages definieren kann, die richtigen Zielgruppen segmentieren kann, mit den richtigen Inhalten bespielen kann und dann natürlich nachhaltig, wenn ich viele Mitarbeiter habe, nochmal die Messages nach außen verstärke und da wirklich mit viel Power die richtige Zielgruppe mit Content bespielen kann. So viel zur Theorie. Ich würde jetzt mein Wort an Lennart übergeben. Und der zeigt ja nochmal ganz konkret, wie wir das tatsächlich umsetzen. Genau. Danke, Karl, und danke, Marina, meinem Vorrednern, für die Hinleitung, die ja mit dem Konzept des Rades sehr, sehr schön gepasst hat. Ich würde sagen, wir springen mal rein und ich nehme euch mit auf eine Runde Storytelling mit Talentree. Wie eben angeschnitten, sind wir ja als Technologiepartner sehr darauf spezialisiert, das ganze Fundament, sage ich jetzt einfach mal, was auch Embrace natürlich ganz, ganz toll unterstützt und den Aufbau dahingehend unterstützt, was die Story, was das Content-Erstellen angeht, zu nutzen, einzustreuen in die Candidate
Journey und an wirklich allen Stellen so rund und wiederkehrend zu gestalten, dass das einfach eine runde Story draus wird. Ne? Und da geht's bei uns los, wie erwähnt, mit dem Thema Attracting, das heißt mit der Eingangsfragestellung, wie finden wir eigentlich Zuhörer? Weil das ist das Wichtigste, um eine Geschichte erzählen zu können, um Content auch verbreiten zu können, brauche ich natürlich Zuhörer, die auch dafür empfänglich sind. Wir haben 4 Beispiele mal rausgesucht. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele weitere. Und ich glaube, als Kernmessage dieser Slide auch ist vielleicht noch zu sagen, dass man dort den ganzheitlichen Ansatz auch fahren sollte. Ich sage jetzt nicht, oder wir sagen jetzt nicht, dass je mehr, desto besser. Es muss natürlich auch der Zielgruppe entsprechend passen. Sicherlich, oder wir sehen zum Beispiel auch einen Trend, dass viele unserer Kunden vermehrt bei Instagram unterwegs sind und dort eine Karriereseite haben. Auch das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, sowohl Content einzuspielen, aber auch Zuhörer und Informationen über meine Zuhörerschaft dort zu sammeln. Aber springen wir mal rein mit dem ersten Beispiel des Active Sourcings. Das ist sicherlich ein ganz, ganz relevanter, Case, ein Szenario, was doch die allermeisten unserer Kunden auch nutzen, um eine Zuhörerschaft zu kreieren. Vielleicht mit einem bisschen besonderem Publikum, weil natürlich hier Leute angesprochen werden, die eine gewisse Erwartungshaltung auch haben, die oftmals da sitzen und sagen, Mensch, jetzt zeig mal, was ihr könnt. Das heißt, das ist eine Aufforderung sogar für Storytelling. Die erwarten das auch tatsächlich. Deswegen vielleicht auch hier die Möglichkeit, direkt mit einer kleinen Geschichte auch anzufangen. Technologisch gesehen aber natürlich super spannend, weil ich hier über Suchstrings, über Funktionalitäten bzw. Skills, die ich in diesen Netzwerken, wie jetzt in dem Fall LinkedIn oder Xing oder Stack Overflow, werden weitere, die sicherlich dort relevant sind und genannt werden sollen, nutzen kann und die in mein CM, in meine Plattform zu übergießen, ne, damit ich da von da aus dann die strategische Bespielung auch einleiten kann und diese Kontaktdaten dann nutzen. Das Ganze machen wir technologisch gesehen zum Beispiel über eine Extension. Das ist eine Funktionalität, die im Browser erkennt, wenn ich mich auf einem Profil bewege, zum Beispiel hier das Profil von unserer Kollegin Barbara Brandt, die Informationen ausliest und die gute entsprechend an das Kernel Relationship Management und den passenden Pool weiterleitet. Ein weiteres Beispiel ist die Karriereseite, das heißt auch bestehende Kanäle, oder das Beispiel dahinter ist eigentlich auch bestehende Seiten und Reichweiten durchaus zu nutzen, um Zuhörer zu, ich sag mal, konvertieren, weil wir haben hier schon vielleicht Leute, die zuschauen, ne, und sich diese auf diese Seiten gestoßen sind, weitergeleitet wurden. Das ist ja auch sicherlich etwas, was in den allermeisten Recruiting-Strategien der zentrale Punkt ist, um Informationen auch zu verbreiten und einzustreuen. Gleichzeitig auch eine schöne Möglichkeit, die Informationen der wirklich spannenden und der interessierten Zuschauer hier zu aufzugreifen und für einen Empfang meiner gezielten Messages dann aufzubereiten. Das machen wir zum Beispiel über Talentformulare. Das ist ein Eingangsszenario, was sehr, sehr flexibel eingesetzt werden kann. Letztendlich eine Art Sign-up darstellt, wie man es jetzt hier in diesem Beispiel einfach mal dieses Newsletters sehen kann, bestimmte Felder im Abfrag, ne, die man natürlich entsprechend auch einstellen kann. Das ist also je nach Anwendungsfall dann immer ein bisschen unterschiedlich. Wenn wir jetzt hier wirklich einen Newsletter-Pool dahinter, der sich dahinter kreiert, sozusagen aufbauen möchten, dann ist vielleicht auch der CV an der Stelle gar nicht so interessant. Deswegen haben wir jetzt in diesem Beispiel mal was ganz, ganz Kurzes genannt. Technologisch gesehen aber sehr, sehr nah dann einfach diese Abfrage entweder zum Beispiel per Link als in bestehende E-Mail-Kommunikation einzubetten, das ist sicherlich sehr relevant, oder ich nehme die Webseite und wie jetzt hier auf dem Beispiel unserer internen Karriereseite, bette das dort ein, ne, sodass wirklich mit wenigen Klicks der entsprechende Zielcontent hier platziert werden kann, ich als Kandidat oder Interessent schnell meine Infos hinterlegen kann und der sich dahinter füllende Pool, wie zum Beispiel der Lukas Neumüller, der jetzt hier an diesem Karriere-Newsletter interessiert ist, entsprechend auch gefüllt wird mit einem weiteren Zuhörer, den wir gewonnen haben. Nächstes Beispiel sind Events, die sicherlich sehr spannend auch hoffentlich wieder in naher Zukunft werden, dass wir solche Szenarien mal wieder physisch erleben dürfen.
Nichtsdestotrotz, Marina hat das eben über das Mapping auch angesprochen, wie wichtig es ist, ja, zu verstehen, was die Zielgruppe eigentlich möchte. Und da sind Events natürlich nach wie vor einer der Hauptmöglichkeiten, in den Dialog zu kommen mit Talenten, um wirklich mal zu verstehen, was die bewegt, ne? Einfach die, also wirklich die Stimme mal zu hören der Talente, damit ich da auch ein Gefühl für bekomme, welche Inhalte dort passen, welche Medien dort passen. Deswegen Karriere-Events ein ganz, ganz wichtiger Punkt nach wie vor, diese Zuhörerschaft zu erreichen, aber auch zu verstehen. Ganz genauso über die Forms, ich will das hier gar nicht groß wiederholen, das ist die gleiche Technologie, die sich dahinter verbirgt sozusagen, wo wir eine Talentform nutzen können, um diese Abfrage bzw. hier diese Anmeldung für das Event zu gestalten und der dahinter sich kreierende Pool, wie jetzt hier zum Beispiel dieses fiktive Campus-Event, gibt mir dann wirklich die Liste mit allen relevanten Teilnehmern, die ich dann für meine Kommunikation später auch wieder. Und als letztes Beispiel aus der Zuhörerschaft dürfen wir eine Gruppe nicht vergessen, die wahrscheinlich auch bei allen Zuhörern hier im Meeting schon existent ist, und das sind einfach die bestehenden Kontaktpunkte, ne? Also ganz konkret fallen da natürlich Zielgruppen wie die Alumnis in den Fokus, ne? Die Second-Best-Kandidaten, die internen Mitarbeiter, die quasi die Hand gehoben haben, gesagt haben, Mensch, ich bin auch interessiert an Informationen, an Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Das heißt, all die, die vielleicht jetzt nicht in einem CM, aber in einem Excel oder dergleichen oder im ATS schon gespeichert werden, sollte man nicht vergessen. Das sind natürlich empfängliche Talente für meine Botschaft. Was haben wir also gemacht? Wir haben eine Landschaft aufgebaut, wo wir die Attract-Phase so gestaltet haben, möglichst viele relevante Zuhörer zu generieren, und möchten jetzt den nächsten Schritt hingehen, diese zu konvertieren in Fans von meiner Botschaft. Das heißt, hier sind wir auch inhaltlich noch ein Stück weiter gegangen. Das ganze Konzept der zielgruppenorientierten Content-Generierung, die strategische Basis dafür, mit Marinas Hilfe, ist natürlich gelegt worden. Und jetzt können wir diese sozusagen angehen. Da gibt es zwei Beispiele, die wir aus technologischer Sicht einmal zeigen möchten. Das eine ist das Thema Automatisierung und Workflows. Das bietet sich natürlich an, wenn ich quantitativ auch mit Mengen zu tun habe, die ich einfach gar nicht mehr individuell bespielen kann. Ne? Das sind typischerweise Zielgruppen wie Azubis zum Beispiel, ne? Oder bestimmte zeitlich bedingte Ereignisse wie Geburtstage, die ich hier nutzen kann, um einfach einen Workflow zu integrieren, der ein Stück weit dieses Engagement für mich übernimmt. Der ist nicht, die Rückseite davon ist, dass es nicht immer das Individuellste sein kann, aber es ist trotzdem immer eine Art, im Gedächtnis zu bleiben. Und je nachdem, wie ich die anlege, passt es natürlich auch zu meiner EVP und der Möglichkeit, diese hier auch wieder zu platzieren. Das Beispiel, was wir hier jetzt benutzt haben, ist, glaube ich, die Bestätigung eines Events. Das heißt, wir haben ein fiktives Karriere-Event, wo wir unsere Entwickler-Pool sozusagen anspielen möchten. Das heißt, wir haben uns hier den Data Science und Microsoft Skill aus unserer Pool-Landschaft einmal rausgesucht, mit dem entsprechenden Umkreis der Veranstaltung, die jetzt in Bielefeld stattfinden soll. Das ist der Hackathon, der hier beworben wird. Und durch die Automatisierung kriegt jede Anmeldung, die wir registriert haben, kurz eine Bestätigung, wenn es ein digitales Event ist, eine Einladung mit dem Link, sodass wir hier einfach die Kontaktpunkte geknüpft haben. Genau, da haben wir die zugrunde liegende Talentdatenbank, die jetzt einmal mit wirklich wenig Aufwand von mir die Informationen bekommt. Ein zweites Beispiel, und da gehen wir dann so ein bisschen mehr in das Thema auch wirklich zielgruppenorientierte Ansprache, sind dann Talentkampagnen, die ich sehr, sehr individuell nutzen kann, auch aus unserem System raus zum Beispiel nutzen kann. Hier schaue ich mir an, was oder nutze ich wirklich ganz konkret Insights, die ich punktuell gesammelt habe zur Zielgruppe, gehe den Weg über eine individuelle Kampagne, sodass ich hier wirklich diese Informationen auch aufgreifen kann, hier abermals auch mir mit entsprechenden Vorlagen diese Ansprache zurechtlegen kann, dass es auch jetzt vom Aufwand dann nicht überwältigend ist.
Geh runter, sag bitte die folgende Zielgruppe einmal auswählen. Jetzt haben wir hier den UX-Designer-Pool zum Beispiel, der von mir eine Kampagne bekommt mit dem entsprechenden Inhalt dazu, der sehr gut passt und auch hier wieder einen weiteren Berührungspunkt kreiert, der in diesem Fall dann sehr spezifisch ist, um diese Zielgruppe von mir zu überzeugen und zu konvertieren. Das also die beiden Schritte, Engaging und Converting, um wie gesagt die Zuhörerschaft zu bewegen, nicht nur ein passiver Zuhörer zu werden, sondern auch ein Fan. Idealerweise schaffe ich es natürlich in dem Zeitpunkt auch schon, dass diese Inhalte weiter geteilt werden. Das ist natürlich gerade auf so Medien wie LinkedIn, Xing, aber auch wie gesagt bei Instagram mittlerweile sehr, sehr spannend, wenn ich es schon hier schaffe in dieser Phase, die Pool-Teilnehmer, letztendlich meine Talente, so zu begeistern, dass die Inhalte weitergeteilt werden, weil dann lebe ich wirklich vom Skaleneffekt. Ein letzter Teil, und das ist dann auch sowohl technologisch als auch theoretisch der Punkt, wo sich das Rad dann schließt, deswegen glaube ich, ist das sehr, sehr passend, ist die Candidate Journey, nachdem wir eingestellt haben, wir also diese Kandidaten konvertiert haben zu Bewerbern. Auch hier, und das haben wir auch schon gehört, sind die Contents die gleichen, die EVP ist die gleiche. Ich habe hier allerdings einen ganz, ganz großen Vorteil, den ich mir noch zunutze machen möchte und auch sollte, nämlich, wenn diese Bewerber eingestellt sind, sind es Mitarbeiter von mir und ich habe hier in besonderem Maße die Möglichkeit, die Authentizität dieser Botschaften zu platzieren. Das heißt, es ist dann nicht mehr in Anführungsstrichen dieser Recruiting- oder dieser Marketing-Bias, der dahinter oder hinter den ich sag mal, aussendenden Quellen steht, die diese Botschaft verteilen, sondern es sind wirklich die Mitarbeiter, die einfach das Ganze deutlich glaubwürdiger nochmal rüberbringen können. Wenn Sie mal zurückdenken in die letzte Woche allein, was Ihnen empfohlen wurde, ob das ein Restaurant war oder ein Hotel oder irgendwie eine Waschmaschine, man nimmt doch eher aus dem Umfeld die Themen bewusster wahr und auch eher an. Und genau dieser Effekt lässt sich natürlich auch über das Content und das Storytelling hinsichtlich Employer Branding nutzen. Das heißt, aus einem rekrutierten Mitarbeiter sozusagen, den wir über unsere EVP, über unser Storytelling gewonnen haben, können wir die Skaleneffekte nutzen, das Ganze in die Weite tragen und wirklich unsere Stories so nochmal bewusster streuen, ne? Und auch in Netzwerke reinstreuen, die sonst vielleicht gar nicht vorher anstreubar waren. Technologisch machen wir das hier über eine App, die wir den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das heißt, hier spiegeln sich dann auch Inhalte, die wir vorher genutzt haben, um zum Beispiel Kampagnen zu füttern, um Pools zu spielen, die ebenfalls Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, um die entsprechend zu teilen. Nicht wundern, wir sind in dem Szenario hier eine fiktive Gebrüder Grimm GmbH, um das einfach ein bisschen plastischer zu machen, die ja im Storytelling jetzt auch nicht ganz so schlecht waren tatsächlich. Das Beispiel können wir hier einfach mal weiterspielen. Wir nehmen uns eine Story raus, die ich in meinem Netzwerk teilen möchte als Mitarbeiter. Man sieht es schon hier, ich habe natürlich selber die Hand da drauf, was eigentlich für mich besonders relevant ist. Ne? Ich kann am besten entscheiden, was für mich auch sich natürlich anfühlt zu teilen. Ich denke, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. WhatsApp zum Beispiel, ein Kanal, den ich auch aus Employer Branding Sicht gar nicht anders ansteuern kann als Recruiter. Ne? Da kann ich keine Kampagnen wirklich proaktiv spielen an eine Zielgruppe, die passiv suchend ist, über den Mitarbeiter angesteuert ist es natürlich eine andere Möglichkeit. Das heißt, hier eine ganz, ganz große Chance, diesen ja, vielleicht passiven, passiv suchenden Arbeitnehmerkreis auch zu erreichen. Hier in diesem Beispiel haben wir jetzt einfach mal Facebook genommen. Auch da natürlich die Möglichkeit, Inhalte zu platzieren. Das Ganze kann dann zum Beispiel so aussehen, dass wir hier weniger in den Vordergrund treten mit einer konkreten Ausschreibung oder einer Vakanz, sondern wirklich unsere erstellten Inhalte nutzen, diese als, als Storytelling-Ansatz in den Vordergrund stehen. Der Bezug des Kandidaten, der dann diese Inhalte sieht zum Unternehmen, ist nicht der erste über eine Vakanz oder wie er über eine Vakanz ist, dass man sagt, das sind wir als Unternehmen, das sind deine Aufgaben, das bringst du mit, sondern die Ansprache ist, guck mal, was wir hier machen, wir sind ein gutes Unternehmen, wir haben folgende Möglichkeiten und da spinnt sich dann auch wieder technologisch der Kreis zum Recruiting. Das heißt, wir sehen hier unten zum Beispiel dann die Möglichkeit, auch die man wieder nutzen kann, Pool-Teilnehmer zu generieren. Weil oftmals ist es natürlich einfach vom Timing nicht das Richtige, wenn ich jemanden anspreche als Mitarbeiter, der dann
direkt auf den Zug aufspringt, sich bewirbt. Klar, umso besser, wenn das passiert. Und das ist, glaube ich, für dieses klassische Empfehlungsszenario, was wir natürlich auch immer unterstützen möchten. Aber grundsätzlich so diese Interessensbekundung, wie man das jetzt hier, das dahinter versteckt sich auch wieder übrigens so eine Tabellenform, sehen kann, ist natürlich super praktisch, um dieses Momentum aufrechtzuerhalten, ne? Und dann wirklich wieder das Rad zu schließen und meine Inhalte aufs Neue zu verwenden. Das ist, glaube ich, von der Zeit her auch ganz gut abgerundet. Das heißt, wir würden hier das Rad dann auch schließen. Deswegen bedanke ich mich auch für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ein bisschen was mitgenommen worden konnte, auch aus technischer Natur, wie man diese Inhalte denn auch unter die Talente bringen kann. Jo, ganz herzlichen Dank nach München Richtung Talentree, Richtung Lennart und Karl. Und ja, wir können jetzt Fragen in Hülle und Fülle beantworten, denn sowohl Marina als auch Karl und Lennart waren etwas schneller unterwegs als gedacht. Ich habe den Eindruck, dass das ganze Thema Storytelling in den letzten Jahren, sagen wir mal, in den letzten 3, 4, 5 Jahren sich total professionalisiert. Das ist auch eigentlich kein Wunder, ne? Also es gibt natürlich immer mehr Unternehmen, die um die Gunst der gleichen Zielgruppen buhlen. Wenn man so an Digitaltalente denkt, dann ist es inzwischen so, dass eigentlich branchenübergreifend Konkurrenzkämpfe entbrennen und gar nicht mehr nur innerhalb einer einzelnen Branche. Also kommt es mehr denn je als früher darauf an, dass man die richtigen Botschaften hat, dass man ein strategisches Fundament hat. Und dann kommt noch dazu, dass wir eine regelrechte Kanalexplosion erlebt haben, über einen längeren Zeitraum schon, ne? Stichwort Social Media, das ist ja so 2007, 2008 losgegangen. Aber bis das wirklich von der breiten Masse adaptiert wurde, auch in diesem Kontext Employer Branding, Personalmarketing, das hat ein paar Jahre gedauert. Wir erleben aber gerade in den letzten 2 Jahren, wenn ich daran denke, wie LinkedIn gerade explodiert in dieser B2B-Kommunikation oder den Switch von Facebook auf Instagram, den wir auch gerade so parallel miterleben, dass da immer neue Dinge passieren. Und insofern ist es auch wenig verwunderlich, dass man also akkurater, konkreter, genauer, strategisch fundierter kommunizieren muss und dass man technische Hilfsmittel dazu nimmt, wie gerade von Talentree vorgestellt. Okay, ich bin ganz gespannt, wo die Reise dann noch hingeht. Fest steht aber, zurück zur Beliebigkeit, ist egal, was du erzählst, ne? Also das Foto vom Mittagessen reicht schon als Kommunikationsbotschaft. Und du hast jemanden, der das mal so ein bisschen in die Kanäle reinschiebt, das reicht halt bei weitem nicht. Ich habe gleich auch noch eine Frage, aber erstmal die Fragen, die bisher aufgetaucht sind. Da gibt es eine Frage von Pia, die geht Richtung Marina. Wie überzeugt man denn seine internen Stakeholder davon, eine Empathy-Map anzulegen? Ist das nicht nur eine Weiterentwicklung der guten alten SWOT-Analyse? Ja, tatsächlich nicht. Also bei uns ist jetzt die Empathy-Map mittlerweile ein essentieller Bestandteil unserer Personas und hilft eigentlich ganz gut, immer mit einem Beispiel da reinzugehen. Also das erstmal, also gerade wenn es um interne Stakeholder geht, das einmal für eine Zielgruppe beispielhaft durchzuexerzieren und auch wirklich zu zeigen, welche Themen man daraus ableiten kann, sodass man das dann auch wirklich für alle weiteren Zielgruppen spiegelt. Und ja, damit sollte das eigentlich auch ganz gut funktionieren. Vor allem, wenn man das dann auch in den Kontext zum Beispiel zu bestehenden Personas bringt. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, so als Nebenanekdote. Erstmal danke, Marina. Aber wenn ich überlege, wie wir bei Embrace vor über 10 Jahren angefangen haben mit Employer Branding, also welche Tools, welche Vorgehensweisen wir verwendet haben, das hat sich total verändert im Laufe der Jahre. Und das verändert sich auch weiterhin. Also Marina mit ihrem Team hat in letzter Zeit eine ganze Menge umgeschraubt, auch mit der Zielsetzung, deutlich individueller auf Zielgruppen einzugehen. Das ist ja schon fast sogar so, dass ich glaube, dass wir irgendwann, weil die technologischen Möglichkeiten halt dahin gehen, wirklich zu einer One-to-One-Kommunikation kommen werden. Also immer akkurater. Das geht natürlich nur technologisch unterstützt. Das kann man sonst nicht hinbekommen. Und dafür braucht man halt auch andere Vorgehensweisen. Insofern ganz spannend, im Hintergrund mal zu gucken, wie eigentlich die Genese ist der verschiedenen Tools und Vorgehensweisen. Und die Empathy Map in der Tat ist bei uns auch noch relativ neu im Einsatz.
Es gibt eine weitere Frage, die geht auch noch mal so ein bisschen Richtung intern. Die ist von Jacqueline, diese Frage. Wir haben viel über Storytelling gesprochen. Da ist der Fokus häufig auf externe Kommunikation. Deshalb die Frage, wie man die Story auch wirklich intern ins eigene Unternehmen bekommt. Das können sicherlich beide Parteien hier beantworten. Vielleicht wollt ihr in München mal den Anfang machen. Ja, also ich meine, idealerweise entwickelt sich eine Botschaft von innen heraus. Also ich glaube, in dem Beispiel, was ja auch Marina gezeigt hat, da ist ja immer die Frage, ne, welches Thema wollen wir besetzen und können wir das überhaupt besetzen? Und wenn ich ein Thema quasi intern besetzen kann, dann gehe ich davon aus, dass die Mitarbeiter durch die Kultur natürlich auch automatisch von den Stories mitbekommen. Also das kann man, glaube ich, noch weniger faken. Man sollte sowieso nichts faken, aber das kann man noch weniger faken nach innen als wahrscheinlich nach außen. Und was wir, sag ich mal, technologisch natürlich nach innen auch immer empfehlen, ist, dass ich quasi interne Mitarbeiter eigentlich auch wie externe Kandidaten behandle. Also das Thema interne Mobilität wird ja auch immer stärker zu einem Trendthema. Und da gibt es aber super stiefmütterliche Prozesse für die Besetzung von internen Mitarbeitern. Und deswegen empfehlen wir zum Beispiel auch dann genauso, wenn es um Talentpools geht, empfehlen wir genauso, dass ich auch Talentpools bilde von internen Mitarbeitern, die ich dann natürlich auch wieder genauso bespiele mit vielleicht Weiterentwicklungsmöglichkeiten, mit anderen Weiterbildungsangeboten. Sodass man einfach da auch nach intern genauso Themen besetzt und nicht nur an die Welt nach außen denkt. Also ich glaube, das kann man eins zu eins fast kopieren, bloß vielleicht ein bisschen im anderen Messaging. Ja, ich glaube, es geht auch vor allem so um diese Erlebbarkeit an jedem Touchpoint. Also ne, mit diesem Storytelling ist ja erstmal nur ein Samen gesät und sowohl in die externe Kommunikation müssen wir kontinuierlich kommunizieren, aber auch genauso intern diese Botschaft da auch immer wieder erlebbar machen oder den Mitarbeitenden auch die Möglichkeit geben, ihre Interpretation davon auch zu teilen, was natürlich auch wiederum ein sehr guter Vorteil dann für die externe Kommunikation ist, weil man damit ja auch wiederum Markenbotschafter gewinnt. Ich habe da noch einen ganz konkreten Punkt, keine Frage, sondern eine Ergänzung eigentlich zu dem, was mir jetzt in letzter Zeit mehrfach über den Weg gelaufen ist. Vielleicht auch kein Zufall, da ich mich ja intensiv mit dem Thema Podcasting beschäftige. Aber ich habe in letzter Zeit mehrere Beispiele gehört, wo Unternehmen anfangen, Podcasts, und zwar sehr kurze Podcast-Snippets zu nutzen für die interne Kommunikation. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Also mir fällt zum Beispiel ein, das Beispiel von Hammerer Aluminium Industries, Mittelständler, die das Podcast-Thema eigentlich für die interne Kommunikation nutzen. Und natürlich kommt dann irgendwann der Punkt, wo man denkt, wie intern ist das Ganze denn? Können wir nicht Teile davon oder vielleicht sogar insgesamt das auch nach außen steuern? Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Podcasts so genutzt werden. Ein ganz spannendes Thema, beschäftige ich mich gerade so ein bisschen hobbymäßig nebenbei mit. Ich glaube aber, dass das auch eine gute Möglichkeit ist, um intern Menschen erreichen zu können. Natürlich dann die ganzen Themen wie Intranet und so weiter. Das ist ja selten substitutiv, sondern eher komplementär zu sehen. Dann gibt es die Beatrix, die stellt auch eine Frage, die fragt oder schreibt, nee, fragt, wenn der Cultural Fit zwischen Organisation und Bewerber nicht passt, kann eine gute Storytelling-Kampagne das überhaupt ausgleichen? Das heißt, müsste ich nicht vorher die Unternehmenskultur im Detail anschauen und dort entsprechende Maßnahmen setzen? Ja. Da wurde kurz geschüttelt und genickt und ich glaube, beide rechts. Ja, weil, also ich glaube, es ist ja auch die Frage, ne, zwischen der Passung. Also wir sagen ja auch bei Embrace, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Also dieser Cultural Fit ist unfassbar wichtig. Das heißt gleichzeitig, dass es Leute gibt, die zu einer Unternehmenskultur passen oder auch Leute, die zu einer Unternehmenskultur nicht passen. Da ist, glaube ich, gerade so ein Unternehmen wie Aldi Nord ein sehr gutes Beispiel, die ja eine sehr starke Kommunikation mit der Powerbotschaft ausstrahlen. Und das ist natürlich auch nicht für jeden was. Und das zeigen die ja auch ganz deutlich in der Kommunikation, dass der Job auch nicht für jeden was ist. Das ist natürlich ein Selektionskriterium. Aber gerade wenn man auch so klar für sich ist, was unsere Kultur ist und was für einen Typ Mensch wir ansprechen wollen. Und das ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, die
sowohl irgendwie verlässlich, agil, flexibel etc. ist. Das setzt man dann ja auch so ganz gerne auf, aber wenn man, je konkreter man selbst für sich wird, desto ja auch konkreter werden sich auch die passenden Leute auf die Stellen auch bewerben und sich eben auch von dieser Kommunikation angesprochen fühlen. Ganz genau. Also das war, glaube ich, so ein bisschen der Grund für das Beispiel, was ich ganz am Anfang genannt habe, ja, dass quasi Recruitment Marketing ist, jemanden nach einem Date aufzufordern, Employer Branding der Grund ist, warum man dann Ja sagt und die Kultur letztlich das ist, warum die Leute bleiben. Und früher oder später fällt das natürlich wieder, quasi schlägt sich das dann negativ zu Buche, wenn die Kultur nicht passt. Und deswegen muss das einfach im Dreiklang muss stimmig sein, sonst funktioniert es nicht. Absolut. Da ist übrigens auch der Punkt, also wir sind ja durchaus für Employer Branding mit Ecken und Kanten und was wir damit meinen, ist eigentlich wirklich herauszuarbeiten, was denn das Spezifische an diesem Unternehmen, an dieser Unternehmenskultur ist, um dann idealerweise halt eine Passung oder auch idealerweise ehrlich gesagt eine Nichtpassung herbeizuführen. Also das Thema Selbstselektion spielt ja eine riesengroße Rolle. Das ist natürlich so, wenn man Talent-Zielgruppen sucht, die sehr rar sind, dann möchte man aus einer Recruiting-Perspektive eigentlich immer optimal passend sein. Damit ist nur niemandem gedient. Wenn ich dann Leute reinhole auf Basis falscher Versprechungen, die dann anfangen, aber nach kurzer Zeit frustriert gehen und am besten auf Kununu noch dazu ihren Senf abgeben, dann ist das natürlich ein Schuss ins Knie. Und da ist es eigentlich besser, schon im Vorfeld klar zu machen, wenn dich das nicht anspricht, so wie wir sind, ja, dann komm doch auch bitte nicht. Übrigens führt das dann auch zu weniger Bewerbungen, zu weniger Prozessaufwand, zu weniger Kosten im Recruiting. Das ist eigentlich für alle Seiten gut. Und das bringt uns eigentlich zu einem größeren Themenfeld. Also das ganze Thema New Work, wohin entwickelt sich Arbeit eigentlich nicht nur basierend auf der Corona-Krise, sondern eben auch basierend auf den Megatrends, die wir erleben, Digitalisierung, Demografie. Wenn ich als Unternehmen mich dazu entscheide, sozusagen nicht diese modernen Wege mitzugehen, und das kann man nicht mit Employer Branding lösen, das muss man in der Tat vorher lösen. Also wenn man sagt, wir wollen von einer hierarchischen, traditionellen Unternehmenskultur zu einer partnerschaftlichen, wertschätzenden, auf Augenhöhe agierenden Unternehmung kommen, da muss man das erstmal machen. Und das setzt natürlich voraus, dass das Top-Management da vollkommen hintersteht. Das kann man nicht aus dem Recruiting heraus sich wünschen. Da kommt diese Veränderung nicht. Das heißt also, das Storytelling, worüber wir heute hier reden, das kann sich immer nur an der Kultur orientieren, die da ist. Und wenn die halt für bestimmte Werte nicht steht, dann kann man das mit Storytelling, man kann das versuchen zu ändern, es ändert sich nur nicht und die Geschichte läuft halt ins Leere. Das können wir absolut nicht empfehlen, so zu agieren. Ich maß mir jetzt einfach mal an, das über alle hinweg sozusagen, aber ihr wart auch am Nicken gerade. Was mich nochmal interessiert, ist eine Fragestellung, die so ein bisschen Richtung Analytics geht. Ja, also eine Frage Richtung München. Wir erleben ja, dass alles deutlich messbarer wird, auch in unserem Kontext. Das ist auch wenig verwunderlich, weil natürlich Produktmarketing und Personalmarketing in Teilen sehr eng miteinander zusammenhängen, in bestimmten Teilen vielleicht auch nicht. Aber da, wo es um Messbarkeit geht von Daten, da erleben wir ja einen richtigen, wie soll ich sagen, eine richtige Welle aus dem E-Commerce, aus dem Online-Marketing kommt, die halt auch im Personalmarketing landet. Wenn man jetzt Kommunikation betreibt, auch über solche Tools, wie ihr sie gerade vorgestellt habt, wie ist denn da der Rückfluss? Kriege ich denn auch dann die ganzen Zahlen? Also wer hat was gesehen? Welcher Artikel wurde wie geklickt? Kommt die Botschaft überhaupt an? Das sind ja Fragestellungen, mit denen ihr sicherlich auch in den letzten Jahren deutlich mehr konfrontiert werdet als früher. Wie ist das denn zu sehen? Ja, genau. Also das ist ja tatsächlich, wenn man jetzt rauszoomt, ist das quasi einer der Hauptgründe eigentlich, warum man das auch braucht, damit es erstmal messbar wird. Weil ansonsten bin ich mit meiner gesamten Candidate Experience so ein bisschen im Blindflug, wenn ich sage, ich mache hier so ein bisschen LinkedIn, da ein bisschen Karriereseite, aber habe dann eigentlich nie ein gesamt umfassendes Bild über den ersten Touchpoint bis zum Bewerbungseingang. Wissen die meisten Unternehmen nicht. Und das kann ich natürlich auch dann ganz genau mit einer Lösung, wie jetzt unserer, oder könnte ich auch ein anderer Anbieter sein, kann ich das natürlich gut messbar machen, dass ich genau weiß,
wie sind die Conversions von meinem ersten Touchpoint bis zum Bewerbungseingang. Idealerweise habe ich ja davor auch nochmal bestimmte Phasen, dass der dann vielleicht auch dann erstmal nochmal vorqualifiziert wird und ich wirklich weiß, ob die Passung gegeben ist oder nicht. Ich kann meine Kampagnen auch natürlich dann leicht analysieren, um auch zu auch nur ein direktes Feedback zu bekommen, was für ein Messaging kommt denn eigentlich wie gut an in meiner Zielgruppe, ja? Wird das angeklickt, quasi klickt man danach auch vielleicht weiter auf die Karriereseite und liest sich wirklich den Blogartikel durch und ähnliches. Das ist natürlich auch ganz wichtig, um einfach mal so ein direktes Feedback zu haben. Aber natürlich, ja, ganz personalisiert geht's nicht, weil da ist dann natürlich wieder der Datenschutz und die DSGVO im Weg. Aber ansonsten kann ich alles auswerten. Ja, super. Also ich übersetze jetzt mal, da bekommt man als Kunde dann auch ein entsprechendes Dashboard, wo ich halt das alles ablesen kann und daraus meine Schlussfolgerungen ziehen kann und Kommunikation entsprechend anpassen kann, damit sie besser funktioniert. Ganz genau. Ja, super. Ja, ich sehe im Moment, doch, da ist Martina, fragt auch was. Das finde ich super. Leute, klimpert die Fragen da rein. Noch sind wir da und wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Also, Martina fragt folgendes: Wenn Storytelling von Grund auf neu aufgesetzt wird, wie sieht ein ideales Projektvorgehen aus? Stakeholder einbeziehen, wen und wie, in Klammern Workshops, Befragungen, wie macht man das? Was ist ein sinnvoller erster Schritt? Und dann hört leider hier der an. Was ist ein sinnvoller erster Schritt, erste Kampagne, wenn das Konzept steht? Ja, also ich glaube, ich kann erst mal sagen, also wenn da Interesse besteht, könnt ihr euch bei unserem Sales-Kollegen Stefan Wagner auf jeden Fall melden. Der kann dazu definitiv noch mal ein bisschen im Detail erzählen. Aber grundsätzlich, klar, ist natürlich der externe Blick sehr wichtig, also zu gucken, ne, wie ist der Markt, was wollen die Zielgruppen, also das, was ich auch in meinem Vortrag am Anfang gezeigt habe. Die aktuellen Botschaften natürlich auch kritisch zu hinterfragen und ja, das hat der Lennart gerade auch gesagt, die Botschaften werden von innen entwickelt. Deswegen muss man auch alle Stationen intern da auch wirklich mit abholen. Also im Idealfall vom Management, die dann auch die neue Geschichte, die Positionierung mittragen, bis hin eben zu Mitarbeitenden, die dann nochmal coole Proofpoints mit reingeben können oder auch wirklich so uns helfen, auch diese Tonalität zu definieren, in der man spricht und dann auch vielleicht sowas wie umgeschriebene Regeln, Kultur etc. auch nochmal mit aufnehmen können. Und das bildet dann natürlich auch die Grundlage für Strategie, Kreation, Umsetzung etc. Ich glaube, was total wichtig ist, um das nochmal zu betonen, das ist, ihr braucht Top-Management Buy-in. Das reicht nicht aus der HR-Abteilung zu sagen, ach, wir wollen mal ein bisschen unsere Employer-Brand irgendwie anders erzählen oder so. Und dann wird da ein bisschen rumgedoktert. Ich glaube, wenn es also wirklich einen ganzheitlichen Kommunikationsfluss geben soll. Und warum der notwendig ist, das haben wir ja eben hier gemeinsam erörtert. Dann ist es wichtig, dass das Top-Management wirklich dahinter steht und wirklich auch kapiert, dass wir vielleicht anders kommunizieren müssen als in der Vergangenheit, wo wir eher in Arbeitgebermärkten unterwegs waren. Das ist ein absoluter Paradigmenwechsel. Und ich glaube, wenn das nicht verstanden wird auf der obersten Ebene, dann wird es wirklich schwierig. Das betone ich deshalb so, weil wir leider immer noch oft erleben, dass auf der Top-Ebene in der Regel ja Entscheider sind, die nicht total jung sind. Das heißt, die sind beruflich ganz anders in anderen Zeiten sozialisiert worden. Und die denken eher so, ich musste mich damals durchbeißen, also muss die junge Generation das jetzt auch. Und ehrlich gesagt, wir sind ja ein tolles Unternehmen. Schau dir doch mal die Zahlen der Vergangenheit an, wie toll sich hier alles entwickelt hat. Bei uns will doch eigentlich jeder arbeiten. Oder was ich ganz oft höre, wenn wir einmal in den direkten Kommunikationskontakt kommen, also nicht über Social Media, sondern wenn die Leute mal den Fuß bei uns ins Büro gesetzt haben, dann gewinnen wir die auch. Leute, das ist falsch so zu denken, weil sich die Zeiten rundherum geändert haben. Und da ist es echt wichtig, dass ihr aus Recruiting, aus HR heraus wirklich das Top-Management davon überzeugt. Ich weiß, dass das manchmal schwierig ist. Gleichzeitig weiß ich, dass das Wissen in der Regel bei den meisten HR-Abteilungen, bei diese Zusammenhänge ja da ist, dass nur leider manchmal nicht zugehört wird. Und dann empfiehlt es sich durchaus auch mal einen externen Berater reinzuholen, weil der Prophet im eigenen Lande manchmal nichts gilt und so ein externer Berater die Wahrheit etwas unverblümter sagen kann und in der Regel auch weiß,
wie es in anderen Unternehmen so aussieht. Also das spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Deswegen betone ich das so. Also wenn du fragst, Martina, welche Stakeholder, Top-Management auf jeden Fall. Und dann, glaube ich, ist auch wichtig aus unserer Perspektive, dann aber da nicht zu bleiben. Das erleben wir nämlich manchmal auch. Ne? Dann ist das Top-Management, sagt so, wollen wir es haben, bitte maßgeschneidert so abliefern. Hey, sorry, aber wenn durch die verschiedenen Mitarbeiterhierarchien da kein Backing ist, dann hast du halt auch ein Problem. Also. Ja, was vielleicht auch noch super wichtig ist, also gerade wenn man sich am Anfang dieses Prozesses befindet, auch die Kollegen aus dem Marketing und Unternehmenskommunikation mit einzubinden, denn der Auftritt nach außen ist für einen Kandidaten, unterscheidet er sich nicht nach den verschiedenen Bereichen, und deswegen ist es da auch natürlich sehr, sehr wichtig, an einem Strang zu ziehen, keine konträren Botschaften zu senden, und das sind dann ja im Idealfall auch Kollegen, die viel sich dann auch schon mit diesen internen Prozessen auskennen und euch dann auch bestimmt da unterstützen können, um da auch nochmal mehr Attention für dieses Thema zu gewinnen. Generell beim Stakeholder-Management, vielleicht letzte Bemerkung noch dazu, ist es wichtig, politische Konstellationen im Blick zu haben. Ein Betriebsrat muss normalerweise nicht sein Okay für eine Employer-Branding-Kampagne geben. Trotzdem ist es nicht gerade schlau, den nicht mit einzubeziehen. Also es ist schon wichtig, also eine politisch einheitliche Sicht in einem Unternehmen herzustellen. Warum müssen wir jetzt vielleicht unser Storytelling verändern? Was ist das, was wir wirklich erzählen wollen und müssen? Welche Zielgruppen wollen wir damit erreichen? Je mehr einheitliches Verständnis auch für die Hintergedanken da ist und nicht nur die Idee ist, ach, HR will mal wieder was Neues machen, kostet eh alles nur Geld, desto besser. Also man muss schon erklären, was man wirklich damit erreichen will. Da hilft Argumentation über Zahlen, über KPIs, also Sprache des Business sprechen am Ende. Jo, das waren so die Fragen, die hier aufgeploppt sind. Wenn da nichts weiteres kommt, spricht auch nichts dagegen, heute die Runde etwas kürzer zu machen. Wie gesagt, es wird sowieso noch ein White Paper geben. Das ist nahezu fertig. Das wird auch an alle rausgeschickt, die sich heute hier angemeldet haben, ebenso wie die Aufzeichnung. Ich rede jetzt noch mal eine Minute weiter, das ist die letzte Chance, eine Frage da rein zu klimpern. Und sage schon mal Danke Richtung München. Hat Spaß gemacht, wie immer, mit euch über diese Themen zu reden. Danke für die Einblicke. Von mir ganz lieben Dank auch an Marina, die in bewährter Art und Weise über die strategischen Employer Branding Themen hier ihr Bestes kundgegeben hat. Und das nächste RC Lab wegen der Sommerpause findet am 29. September statt. Wir werden euch sicherlich, wenn wir dann White Paper und so weiter rausschicken, auch über den Newsletter euch auf dem Laufenden halten. Was wir da thematisch machen, wird auf jeden Fall spannend. Aber mehr sage ich jetzt heute noch nicht, aber merkt euch den 29. September an der Stelle. Oh, jetzt geht es aber hier nochmal weiter. Jetzt sind aber nochmal richtig Fragen hier reingerauscht. Da fragt Alexandra, gibt es konkrete KPIs, über die man sprechen könnte? Ich glaube, da könntet ihr vielleicht noch mal was zu sagen, Karl, oder? Ja, also ich meine, die machen ja nur Sinn, wenn sie wirklich quasi im Ganzheitlichen gesehen werden, die KPIs, und dann noch irgendwas hinleiten. Also typischerweise ist ja immer, dass sich alles runterbricht von der Cost per Hire, der Time to Hire und der Quality of Hire, ist unsere Erfahrung, die dann am Ende des Tages auch das Top-Management interessiert. Aber häufig kann ich die natürlich gar nicht richtig beeinflussen, wenn ich gar nicht weiß, was davor eigentlich passiert. Also was war denn überhaupt dann am Ende des Tages die Candidate Journey, die zur Einstellung hingeführt hat? Also im Marketing würde man da von der Attribution sprechen. Wo hatte ich denn den ersten Kontaktpunkt überhaupt mit dem Kandidaten, den ich am Ende gewonnen habe? Und deswegen ist aus unserer Sicht eben ganz wichtig, sich die Conversion-Stufen anzuschauen und da halt erstmal ein Verständnis für zu entwickeln, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt jemanden angesprochen habe über zum Beispiel LinkedIn Active Sourcing, ja, dann dauert das für mich genau so und so lang. Der Kandidat durchläuft die und die Stufen, und das ist dann eben für mich die wahre Time to Hire. Weil aktuell ist ja so, Unternehmen die Time to Hire ab Bewerbungseingang messen, aber eigentlich ist das gefaked. Eigentlich muss ich die Time to Hire messen ab dem ersten
Touchpoint, den ich habe mit einem potenziellen Talent. Und ich glaube, wenn man dann da reingeht, muss man sich dafür die Conversion-Stufen anschauen. Wie lange hat es gebraucht, bis der geantwortet hat, bis er im Bewerbungsprozess gelandet ist und dann der Bewerbungsprozess dann zum Beispiel auch. Und so kann man, glaube ich, dann immer von diesen drei Top-KPIs das immer nochmal runterbrechen und aufteilen, um auch zu verstehen, an welchen Stellen ich die dann eben auch zu meinen Gunsten beeinflussen kann. Ich glaube, das ist sogar ein Thema Richtung Alexandra. Sie schreibt dann noch weiter, das war aber gerade ein bisschen versetzt hier in dem Dialog. Vielleicht kann man das an einem konkreten Kunden mal darstellen. Ganz ehrlich, Alexandra, ich glaube, dieses ganze Thema KPIs, das wäre eigentlich ein gutes Thema für ein eigenes RC-Lab zu dem Thema. Also KPIs rund um Employer Branding und Personalmarketing und Recruiting. Weil da hat sich so viel entwickelt und es gibt ganz andere Möglichkeiten als in der Vergangenheit. Da haben wir auch ganz viele Tools, Dashboards und so weiter, die gerade in meinem Hinterkopf rumschwirren. Das nehme ich als Idee einfach mal mit. Bitte auch Richtung Katja, die gerade zuhört, das mal notieren. Dazu machen wir gesondert nochmal was. Das verlangt mehr Aufmerksamkeit. Ja, noch als eine Ergänzung natürlich in beide Richtungen. Jetzt wäre quasi der Weg davor vom ersten Touchpoint, aber natürlich auch bitte nicht nach der Einstellung aufhören, sondern auch da natürlich dann versuchen, das weiterhin zu tracken, um zu sehen, wie lange bleiben denn auch dann die Kandidaten im Unternehmen, ist es ein High-Performer oder nicht, um dann später auch daraus wieder sinnvolle Rückschlüsse zu ziehen, dass ich genau weiß, ne, die Kandidaten, die wirklich High-Performer sind, lange bleiben, die finde ich am Ende des Tages über den und den Kanal. Das, was du gerade gesagt hast, Karl, das möchte ich nochmal mit einem Beispiel untermauern. Wir neigen ja manchmal dazu, so in unseren eigenen Blasen unterwegs zu sein. So, das Recruiting ist so eine Blase, so nach dem Motto, wenn der Mensch dann angefangen hat, dann habe ich meinen Job erledigt und alles ist gut. Aber Recruiting hängt halt mit Retention total eng zusammen. Warum ist das so? Also wenn ich eine sehr niedrige Fluktuation habe, dann ist klar, ich hole die Leute rein und dann kann man sich in der Tat vielleicht zurücklehnen und sagen, alles ist gut. In der Regel verändert sich aber der Gesamtmarkt so, dass die Fluktuationszahlen behutsam, langsam, aber sicher nach oben gehen. Warum? Weil der Arbeitsmarkt halt für Bewerber besser geworden ist. Bedeutet aber auch, wenn ich eine höhere Fluktuation habe, dann habe ich höhere Aufwände im Recruiting. Ist ja logisch, ich muss ja die Stellen nachbesetzen. Und da fällt mir gerade ein Beispiel ein, da geht es auch um People Analytics. Auch da Hammerer Aluminium Industries, die sich sehr intensiv Fluktuationsraten anschauen und dann über Mitarbeiterbefragungen ermittelt haben, warum eigentlich in bestimmten Segmenten, in bestimmten Betriebsbereichen die Fluktuation so hoch ist und haben daran gearbeitet, die Fluktuation massiv runterbekommen. Ergebnis, Kosteneinsparung von über 1 Million Euro pro Jahr im Recruiting. Also was ich damit sagen will, ist, die Dinge hängen alle miteinander zusammen. Es macht wenig Sinn, sozusagen immer nur als Fachidiot auf seinen eigenen Verantwortungsbereich zu schauen. Das ist zu kurz geguckt in dem Fall. Ich gucke gerade nochmal, ob wir noch eine Frage haben, die wir hier beantworten können. Es bedanken sich hier sehr viele Leute, sehr nett. Das finde ich schön. Das war richtig klasse, schreibt hier ein Walter. Danke, Walter, für das Lob. Nee, ich glaube, das war's für heute. Wir nehmen den Hinweis von Alexandra mit, KPI, Kennzahlen, People Analytics mal tiefer zu durchleuchten. Das verlangt in der Tat eine eigene Session. Ich sage an der Stelle jetzt erstmal ganz lieben Dank an alle Referentinnen und Referenten und auch natürlich an alle ZuhörerInnen, die sich hier weiterhin fröhlich bedanken. Es schreiben viele, es war sehr interessant. Leute, bewertet das im Nachgang. Ihr kriegt ja so einen Link mit einer kleinen Beurteilung. Das ist für uns ganz wichtig, um diese RC-Lab-Reihe weiter zu verbessern. Hat total viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank an alle. Ich wünsche euch allen einen tollen Sommer. Nächste RC-Lab erst am 29. September. Genießt die Zeit bis dahin und alles Gute. Bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke euch.